5, 6, 7, Start! Es kann nur einer anders sein. Scheiße. Der Authentic Jazz ist im Prinzip unsere Leinwand und unser Pinsel. Bist hierher gekommen irgendwie, also kannst du dich bestimmt bewegen. Glaub mir, du kannst tanzen. Wir bedanken uns heute beim Sponsor Slide and Swing Vintage Shoes par excellence. Zu finden unter www.slideandswing.de, der Online-Shop für Deutschland. Swing-Tanzschuhe in 100% Leder, in Handarbeit, genähte Ledersohle aus einer spanischen Manufaktur und für den deutschen Raum versandkostenfrei, wer da bestellen möchte. Wer nicht bestellen möchte übers Internet, kann gerne vorbeikommen. Sie haben einen neuen Shop in Berlin Mitte eröffnet. Das findet man alles auf der Seite, meistens im Blog-Eintrag. Dort findet man auch die neuesten Informationen. Unter anderem, dass es jetzt einzelne Slide-and-Swing-Modelle auch für den Alltag gibt, als straßentaugliche Version, sozusagen als Kollektion, als Straßenschuh, wer dann auch als Nicht-Tanzschuh alltäglich die Straßen unsicher machen möchte. Es gibt auch eine besondere Aktion, die findet man auch bei uns in den Shownotes verlinkt, aber auch auf der slideandswing.de-Seite im Blog-Eintrag. Es gibt eine Umfrage zu Swing-Tanzschuhen und wer daran teilnimmt und sozusagen dem Shop ein bisschen hilft, bekommt 15 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung. Also, wer da mitmachen möchte und sich einen neuen Swing-Schuh gönnen möchte, slideandswing.de, guckt in die Shownotes, es ist verlinkt, ansonsten, ihr findet das schon selber und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Ja, willkommen beim Bei mir bist du schön Podcast, Swing Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Wie ihr schon beim Einsehen gehört habt, wir sind heute nicht alleine, wir haben einen Gast aus Hamburg oder derzeit aus Hamburg oder gebürtig aus Hamburg? Gebürtig nicht, aber schon sehr lange jetzt, also aus Hamburg. Kann man gelten lassen. Ja, also auch für alle, die nicht aus Niedersachsen kommen, ist das schon der hohe Norden. Ja. Ja, und zwar Ruby Du nennst du dich ja. Sein Zweitname ist ja ein D-Punkt. Ist das auch Du? D-U normalerweise. Meine Eltern haben mich nicht Du genannt. Nee, wir sind immer noch beim Sie, aber... Gut. Ja, sehr, sehr schön. Wir sind heute zu dritt. Boris ist wieder dabei. Ich bin wieder dabei. Phil auch. Und ich hoffe, euch draußen geht es gut und ich hoffe, auch euch beiden geht es gut. Wir haben ja gerade schon ein bisschen lustig gequatscht. Mir geht's gut. Wie sieht's bei dir aus, Boris? Mir geht's Ruby? Blendend. Ruby, dir auch? Ja. Ne, wir sind ja immer noch in dieser wunderschönen, mysteriösen, merkwürdigen Zeit, ja, und hoffen, dass es allen gut geht. ja, wir starten langsam wieder mit den Tanzen draußen drin und überall, ja, und langsam geht's los. Bei uns in Niedersachsen ist es so ab Montag wieder losgegangen. Mhm. Ich weiß gerade nicht, Hamburg macht das wahrscheinlich auch wieder ähnlich, dass es auch in Hamburg wieder losgeht. Oder? Oh, jetzt Ruby technisch ein bisschen gefreeze kurz. Ja, freeze. Nein. Dance. Talk. Jetzt geht's. Dann bist wieder. Du. Ja. Hallo Ruby. Ich habe gerade noch gesagt, dass in Niedersachsen am Montag wieder Tanzen losgehen durfte. Ist das in Hamburg auch jetzt ab Montag gewesen? Also, es kommt, glaube ich, darauf an, was du so genau meinst. Also, wir tanzen ja tatsächlich schon seit, ich glaube, fast 2 Wochen. Allerdings solo. Mhm. Ja, wir tanzen seit ungefähr 2 Wochen. Und seit 2 Wochen sind wir auch wieder in der Schule. Und wir konnten sogar noch mal früher starten in der Schule aufgrund der künstlerischen Arbeiten, wie zum Beispiel Lucky Lindy Stop, weil wir dann in eine andere Sparte halt gehören als Sport oder Fitness oder Tanz. Ja. Ja, schön. Das freut uns, dass ihr da schon so ein bisschen länger dabei seid. Bei uns durfte man ja auch schon ein bisschen länger, glaube ich, draußen an der freien Luft tanzen, ne? Ja. In Niedersachsen, Boris, war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, draußen tanzen und dann jetzt wieder in die Räume, genau. Ja, wir hoffen auch, wir halten uns alle ein bisschen vernünftig dran, dass wir nicht gleich wieder gelockdownt werden, alle. Nee. Nee? Nicht unser Ziel. Nicht unser Ziel, dass wir wieder einen Lockdown bekommen, so, ja. Ja, und vielleicht mal so zum Reinkommen. Wen haben wir denn hier als Gast eigentlich? Ruby, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen? Hallo, ich bin die Ruby. Die Ruby aus Hamburg. Moin, moin. Und ich führe in Hamburg eine Swing-Tanzschule im schönen Stadtteil Barmbek.
Ich habe 2013 eine Ausbildung abgeschlossen zur staatlich geprüften Lehrerin für Tanz und tänzerische Gymnastik und bin seit der Zeit, beziehungsweise auch schon ein bisschen früher, dabei in Hamburg Authentic Jazz zu unterrichten, dann mit der Zeit auch Lindy Hop und Partner Charleston. Ja, ich wohne jetzt seit 2008 in Hamburg, bin auch so langsam mal angekommen, eine sehr schöne Stadt. Wo kommst du her ursprünglich? Ursprünglich komme ich aus Neuruppin, das ist nördlich von Berlin. Mhm. Ah. Und ja, da habe ich so meinen Heimatdialekt, aber den lasse ich hier eigentlich immer weg. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, ob... Sorry, Achso, die Tanzschule, den Namen hast du gesagt? Meine Tanzschule, wie die heißt? Ja. Die heißt Swingtime, Schule für Tanz und Authentic Jazz. Nice. Genau. Also für dich als Zuhörer, wir werden das alles wieder in den Shownotes da verlinken mit Link und allem. Ne? Also wenn du da dich erkundigen möchtest, auch über das Projekt, von dem wir nachher sprechen und alles, was so interessant ist, einfach dann bitte gerne gucken, einen Kommentar da lassen und mal die Tanzschule anschauen. Yes. Ich habe gesehen, du bist auch mit der Tanzschule sehr aktiv, so auf Facebook und auch in Gruppen, in Lindy Hop Gruppen, wie hier in Hamburg gibt es ja auch so eine Lindy Hop Gruppe auf Facebook und so. Da bist du sehr aktiv, das finde ich immer sehr, sehr schön. Und du hast auch so eine, habe ich gesehen, so eine Showgruppe. Kann man das so nennen? So eine Showgruppe? Weiß ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall Personen, die auch Präsentation tanzen. Vielleicht kann man so sagen. Präsentation tanzen, ja. Genau. PowerPoint-Präsentation. Ja, genau. Und wie ist das dazu gekommen? Also, ich habe ja meine künstlerische Ausbildung abgeschlossen und das habe ich natürlich gemacht, weil mir das viel Freude bringt, vor Publikum zu tanzen. Nicht unbedingt, um mich zu präsentieren, sondern um Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Das ist einfach das, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und das kann man eben natürlich sehr gut mit Auftritten, gerade vor Personen, die auch nicht aus dem Bereich sind, sich auch niemals trauen würden zu tanzen. So kannst du einfach Leute erreichen, die auch zurückhaltend sind. Das ist so der Hintergrund. Und natürlich macht es mir auch ganz viel Spaß zu unterrichten, weil das eigentlich sehr ähnlich ist, weil die Leute kommen auch zum Unterricht, weil sie eben Freude empfinden wollen, weil sie Spaß haben, mit anderen Menschen zu agieren. Und da ist man ja als Lehrer auch eine Art Moderator. Ja? Und man weiß ja auch selber, wenn man selbst einen schlechten Tag hat, wenn man es gut schafft, das zu vertuschen, ist das gut. Aber ansonsten merkt natürlich auch die ganze Gruppe gleich, dass irgendwas ist oder so. Also es hat alles ja sowieso schon ganz doll mit Show zu tun, wenn man so möchte. Und ich habe gedacht, jetzt wo ich eben meine Schule vor 2 Jahren eröffnet habe, yay, zweiter Geburtstag im Lockdown, da habe ich ja jetzt genügend Raum, um mir halt den Traum von einer Company, von einer kleinen Tanzcompany zu erfüllen. Und ja, dann haben wir gestartet. Da habe ich ein paar Leute gesucht und mittlerweile muss man sagen, ist das nicht einfach nur irgendwie eine zusammengewürfelte Truppe von Tänzern, sondern ist das halt der Freundeskreis auch geworden, wie das ja auch im Swing so üblich ist. Ja, sehr schön. Nice. Ja, voll schön. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, wir waren zusammen schon mal auf einem Workshop. Und zwar auf dem Swingstep Hanse, keine Ahnung, von vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal in Hamburg gesehen. Und du hast gerade noch gesagt, so ja, du bist ein bisschen schüchtern und tanzt lieber, als du sprichst. Also habe ich damals nicht so wahrgenommen. Du warst einfach sehr, also nicht, das klingt jetzt komisch negativ, das meine ich gar nicht, sondern es war super, super lustig, super offen und alles, also wir kennen uns vom Tanzen, wie das halt so üblich ist. Man kennt sich jetzt nicht immer vom Tanzen und von der Tanzfläche und irgendwelchen Workshops und es ist schön, dich jetzt auch mal so im Gespräch kennenzulernen. Ja, es ist ja auch immer solch eine Sache, die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Ja? Ja. Da manchmal
unter- oder überschätzt man sich ja auch selbst. Und ich empfinde mich halt als privat schon schüchtern, aber das kommt vielleicht anders rüber. Anders rüberkommen ist es nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie introvertiert bist und super still bist beim Reden. Ja, also super cool. Und ich verfolge das eigentlich ganz immer interessiert, so in diesen ganzen Facebook-Gruppen, wo man so ist. Und mit deiner Tanzschule, du machst ja wirklich, wirklich viel. Das ist auch ganz, ganz viel, was du ja schon gesagt hast, so Authentic Jazz. Und da ist ja auch bei dem Projekt auch einiges dabei, bei diesem Tanzprojekt. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, du hast zweijähriges Geburtstag mit deiner Tanzschule und wir haben auch noch einen Geburtstag zu feiern mit und von Dawn Hampton, haben wir gerade drüber geredet. Yes, Dawn Hampton, die legendäre. Die legendäre Dawn Hampton, legendäre. Ja, eine von den Originals. Sagt man Originals? Ja, ne? Ja. Ja. Am 9. Juni geboren, haben wir jetzt in feinster Recherche nochmal rausgefunden. Wo man immer als erstes hinkommt, Wikipedia steht das scheinbar nicht. Aber sie hatte Geburtstag, wir nehmen 2 Tage später auf. Also alles Gute, Dawn, tanz noch einen Tanz mit Frankie oben, ja? Ja, wie sagt sie immer? Oh Gott, jetzt vermasse ich das auch noch. Was hat sie gesagt, Boris? Irgendwas mit Shining Light oder Irgendwas mit Shining Light, hat sie gesagt. Scheiße. Okay, das schneiden wir raus. Sie hat irgendwas immer mit Shining Light. Sie hat irgendwas immer gesagt von ihren Lichtern und so, keine Ahnung. Verdammt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Wir werden es mal in die Shownotes packen, was sie gesagt hat. Oh, aber ich weiß, was sie gesagt hat. Das habe ich nämlich gestern erst wieder reingetan. Das war in einem Link zu ihrem Geburtstag, hat einer so Videos gepostet. Sie hat aber auch für Hereng ganz, ganz viel gesprochen. Und ich glaube, es von Hereng, da hat sie eine Sache gesagt. Sie hat immer ihren Schülern gesagt, wenn du zu mir kommst, um Steps zu lernen, bist du hier falsch. Und das finde ich einfach so großartig. Ne? Also großartige Einstellung. Und ja, also wir können viel, 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 viel von ihr lernen oder konnten viel von ihr lernen und können halt, was übrig geblieben ist, noch. Es gibt ja auch diese, wie heißt das, die Autobiografie. Wie heißt die nochmal von Dawn? Boris, du hast die alle? Von Dawn habe ich keine, ich habe eine von Norma. Norma war das? Na, ja, verdammt. Das war die andere. Das war, ja, schade. Aber es gibt auf jeden Fall eine sehr coole Dokumentation, ich glaube auch auf YouTube, von der Hampton Family, ja. Von der Dawn ja eine von, weiß ich nicht, 14 Kindern war oder so, auf jeden Fall eine Menge. Und das ist sehr, sehr interessant und die... Wenn wir sie finden, werden sie auf jeden Fall mal verlinken. Die ist sehr interessant und sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann schwingen wir einfach mal über. High Five, Change Topic, würde ich sagen, Boris. Yes, das virtuelle High Five, ja, Change Topic. Genau. und zwar, deswegen haben wir Ruby unter anderem auch eingeladen. Sie hat ein Projekt gestartet, ein Theater-Tanz-Projekt, nenne ich es jetzt erstmal, ganz laienhaft. Was jetzt genau das ist, werden wir im weiteren Verlauf des Gesprächs noch klären. Und es heißt Lucky Lindy's Hop. Genau, irgendwo das S sagen wir wahrscheinlich manchmal falsch. Und willst du dazu vielleicht kurz was sagen, was es genau ist? Weil wir haben es noch nicht gesehen, weil es leider dem Lockdown zum Opfer gefallen ist, die Premiere. Aber ich habe wunderschönes Material gesehen, dieses Programmheft, das in Form einer Zeitung ist. So. Wunderschön, echt sehr gut gemacht. Also was kannst du dazu erstmal sagen, generell? Wir haben ja schon über meine kleine Tanzcrew gesprochen und neben dieser Crew habe ich halt immer noch im Auge gehabt, ich möchte nicht einfach nur präsentieren, was ist denn Lindy Hop, was ist Authentic Jazz, sondern was bei mir immer noch ganz wichtig ist, ich wollte gern zeigen, wo die Kunst im eigentlichen Sinne in unseren Tanzstilen steckt. Es ist so, ich beschäftige mich da als Hauptberufler ja sehr stark mit. Kommt man in die Künstlersozialkasse hinein? Sind die Kurse, die man gibt, in der GEMA unter Sport oder unter Kunst und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge, die es so gibt, haben mich halt dazu gebracht zu sagen, nee Leute, wisst ihr was, ich zeige euch mal, dass das Kunst ist, was wir da tun. Mhm. Und das war der Ausgangspunkt dessen, dass wir eben mit Lucky Lindy's Hop gestartet haben. Angefangen hat die Planung schon
vor Ewigkeiten. Mittlerweile, warte mal, 2 Jahre. Vor 2 Jahren haben wir gestartet. In der Hinsicht, dass ich überlegt habe, worüber können wir denn berichten? Ja, weil ein Tanztheaterstück auf die Bühne zu stellen bedeutet ja, dass es ein Thema gibt. Ne? In der Crew zeigen wir natürlich Shim Sham, da zeigen wir Big Apple, Mama Stew, kleinere Routines, die von uns aus der Crew stammen. Aber um ein richtiges abendfüllendes Tanzprogramm zu gestalten, brauchst du einfach ein Thema. Und da bin ich, habe ich gedacht, ganz naiv, ach, wie wäre es denn, mal diese den Mythos des Namen Lindy Hops aufzugreifen. Ja? Hab dann halt vor 2 Jahren gemerkt, was das für ein riesiges Topic ist und es dann wieder ein Jahr lang in der Schublade versenkt. Okay. So, dann habe ich mich dann doch vor einem Jahr entschieden, okay, machen wir das mal, aber alleine kann ich das nicht und habe mir noch weitere Choreografinnen an die Seite geholt, ganz frisch junge Choreografinnen, die eben auch in den Vintage-Tanzstilen Freude finden. Das sind Sarah Edna Schneider und Paulina Zotzmann. Die sind gerade aus der Erika Klütz-Schule letztes Jahr gekommen und haben ihren Abschluss dort gehabt. Und ich habe ihre Abschlusschoreografien fürs Examen sehr genossen. Und dann haben wir noch eine Choreografin dabei, mit der ich das Projekt auch hauptsächlich leite. Das ist Marthe Meyer. Die tanzt bei mir seit 3 Jahren ungefähr und ist eben auch künstlerisch sehr bewandert. Und wir drei haben das so in die Hand genommen, haben zusätzlich noch Rückhalt von einem Verein, der nennt sich Beyond Borders e.V., der sich eben mit Grenzverschiebungen, mit den Migrationsthemen, mit den Themen der Geflüchteten beschäftigt. Und wir haben gedacht, das passt eigentlich alles ganz gut zum Thema Hop und auch zu der Geschichte, die hinter dem Projekt, Charles Lindbergh steht, kontrovers. Ja. So, und damit haben wir dann angefangen, in die Arbeit zu gehen, uns Tänzer zu suchen und mit den Proben zu beginnen. Sehr, sehr cool. Und hat das einen bestimmten Hintergrund, warum du, also war das bewusst gewählt, dass du Frauen als Team hast oder war das sich einfach ergeben? Also ich muss sagen, mir ist das eigentlich egal, ob ich mit Frauen, Männern oder diversem zusammenarbeite. Ja. Nein, ich arbeite mit den Leuten zusammen, die gern mit mir zusammenarbeiten wollen. Das ist gut, ja. Ja, in den Informationen habe ich ein Wort gelesen. Ich bin ja im Realleben ja auch Deutschlehrer in der Schule. Und da habe ich ein Wort gelesen, das kannte ich vorher noch nicht. Und zwar stand drin, das ist ein Handlungsballett. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich ja auch super ignorant bin und das noch nie gehört habe. Ist das so ein feststehender Begriff oder habt ihr das so entstehen lassen, dass es ein Handlungsballett ist? Also weil ich kenne es halt nicht. Ja, wer was auf sich hält, der erfindet Worte. Hört. Nein, das habe ich nicht erfunden. Es geht darum, also das Erste, worüber man stolpert, ist, glaube ich, das zweite Wort, dass man dazu Ballett sagt, weil man denkt, ja, Ballett ist, das ist doch Spitzentanz und weißes Tütü. Ballett bedeutet einfach nur, dass es eine Art Zusammenschluss, ein Tanz ist, eine Choreografie im längeren zeitlichen Sinne. Also Ballett steht für die Aufführung und Handlungsballett bedeutet, dass es eben einen roten Faden gibt. Zum Beispiel, wie es ja bei uns auch ist, geht es darum, dass jemand tollkühn über den Ozean fliegt. Und das ist die Handlung. Und deswegen Handlungsballett. Ja, schön. Ich habe auch gelesen, 2 Sachen, die mich auch als ehemaligen hauptberuflichen Musiker und jetzt natürlich als Hobbymusiker schön finde. Du hast eine Liveband dabei. Also es ist nicht nur einfach abgespielte Musik oder Aufnahmen, sondern es ist eine Liveband dabei. Und du hast geschrieben, irgendwie insgesamt über 40 Beteiligte. Das ist ja ein Riesenprojekt dann.
Ja, also wir müssen jetzt natürlich schauen, reden wir mal in der Vergangenheit darüber, was geplant war. Wir reden erstmal darüber, was geplant war, ja. Genau, ja, es ist ein Riesenprojekt. Wir hatten uns eben entschieden, Live-Musik dazu zu nehmen, weil Hamburg lebt von seiner Live-Musik. Es gibt so viel Live-Musik und ich habe auch so viel mit den Jazzern hier in Hamburg zu tun. Da kam eigentlich nichts anderes in Frage, als zu fragen, ob die Leute Lust haben an diesem tollen künstlerischen Projekt. Und richtig, wir sind 46 Tänzer, die an dem Projekt arbeiten. Dann halt noch die Musiker dazu. Und ja, das war's auf der Bühne Oh sozusagen. ja, alle gleichzeitig. Genau. Ja, es geht halt natürlich auch darum, wir arbeiten ja mit Laien, das heißt, das macht ja keiner hauptberuflich von denen. Das sind ja ganz tolle Lindy Hop-Begeisterte, ja, und Authentic Jazz-Begeisterte oder insgesamt Tanzbegeisterte. Die können ja gar nicht jeden Tag 4 Stunden proben. Das geht ja nicht. Das heißt, um wirklich die Zeit zu füllen des Stückes in dem Zeitraum, den wir uns gesetzt hatten. Probenzeitraum waren 3 Monate plus ein Puffermonat. Der sich jetzt ein bisschen verlängert. Wie das so ist bei Projekten, ne? Wir kennen das ja in Deutschland. haben wir halt sehr viele Tänzer, damit jeder Choreograf mit genügend Tänzern arbeiten kann, aber keiner der Tänzer überfordert wird und aussteigt oder keine Lust mehr hat. Na, und dann gibt es natürlich Szenen auf der Bühne, wo es geplant war, dass alle zu sehen sind gleichzeitig. Und dann gibt es aber auch Szenen, gibt es halt Duette. Ja, dass es halt schön abwechslungsreich ist. Ja, sehr schön. Ja, da merkt man ja auch immer, wenn man so größere Projekte hat, man ist ja nicht nur Choreograf und nicht nur Tänzer, sondern ist ja auch so Socializer, ne? Da hast du gerade schon angedeutet, man muss die auch irgendwie am Ball halten, niemanden überfordern, trotzdem muss es ja den eigenen Ansprüchen genügen. Also Respekt Ja. dafür, weil das ist halt ein Riesenprojekt, ne? Ja. Gerade wenn du halt sagst, dass es halt viel, viel mit Laien und Begeisterten gearbeitet wurde. Also ganz großen Respekt, ne? Und Ruby hatte uns im Vorfeld das Programmheft geschickt, das habe ich schon angesprochen, das ist so eine Art im Stile von einer, ja, von einer Zeitung von damals gemacht, mit so echt schön gelayoutet und alles. Und du hast auch gesagt, ja, die stehen jetzt bei dir rum, weil durch den Lockdown konnte die Premiere stattfinden. Das hattest du jetzt gedruckt und wie viel stehen rum? Das hattest du, glaube ich, gesagt kurz. Wir haben 400 Zeitungen gedruckt. Ja, und zwar So mehr, viel. also sind viele Seiten, ich glaube 8 Seiten oder 10 Seiten. Also es ist ein ausgewachsenes, professionelles Programmheft, wie man es im Theater oder sonst wo bekommt. Ja, Ja, also also. ich habe halt schon, ich habe immer mal so ein paar Projekte. Ich glaube, wenn man große Unternehmen würden da eher so von Beta-Phasen sprechen. Ja. So Testsachen. Manche Sachen werden halt was, andere nicht. Und ich habe ein Projekt, sollte größer werden, als es ist. Das gibt es immer noch. Das ist halt, dass ich eine kleine Zeitung rausbringe. Mittlerweile einmal im Jahr oder so. Es war geplant einmal im Monat, aber dann kam die Tanzschule. Dann sind die Prioritäten halt anders gewesen. Und da dachte ich eben, ja cool, dann bringen wir doch einfach eine neue Zeitung raus. Um das als Programmheft zu benutzen, dieses auch richtig mit einzubeziehen in die Show, auch das Publikum dadurch mit einzubeziehen. Und was uns eben auch sehr wichtig ist, dass die Leute eben auch wirklich verstehen, was wir da tun. Nicht unbedingt, also vielleicht verstehen sie nicht jeden Schritt, den wir tanzen und was der bedeutet, aber sie sollen verstehen, mit was für einem Thema wir uns dort auseinandergesetzt haben. Ja, und dass das wirklich was ist, wo man sehr heiß diskutieren kann in alle Richtungen und im Endeffekt weiß keiner, was stimmt und was nicht stimmt, aber dass es halt wirklich ein sehr großes Thema ist und daher ist das Programmheft halt wirklich eine echte Zeitung mit echtem Wissen, damit wirklich jeder auch sich bilden kann mit dem, was wir da tun. Sehr cool, sehr cool. Also ich kann ja echt nur sagen, die ist echt sehr, sehr cool geworden, mit ja, dem Stil,
wie es damals war sozusagen. Und ja, einfach, ja, schöne Bilder, schöne, wie sagt man dazu, Layouts? Icons. Ja, diese Ja. Icons, die sind total cool und irgendwie gefühlt authentisch. Ich weiß nicht, ob das wirklich authentisch sein kann, aber jedenfalls eine sehr gelungene Zeitung. Sehr Ja, lecker. und auch ganz, ganz viele Informationen. Also nicht, Ja. was du auch gesagt hast, nicht nur Informationen zu der Show, sondern auch so ein paar Hintergrundinformationen. Auch so ein kleines Quiz habe ich gesehen, ne? Wer war wo, wie alt oder sowas, glaube ich. Das war ganz, fand ich ganz, 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 ganz cool. Und Und du das hast gerade Börsenbarometer auch sehr, sehr cool das gemacht. Börsenbarometer, finde ich auch cool. Mit den Schauspielern war das, glaube ich, ne? Mit den Mit Tänzern, den ja. Beteiligten. Ja. Eine Sache, das stand, ich weiß gar nicht, in wo das stand, ob das noch in Informationen stand, die du noch geschickt hattest oder auch in der Zeitung. Das Ziel sollte es auch sein, dieser Show, da stand über der Transport des Tanzverständnisses in die Jetztzeit. Irgendwie war das so formuliert, Ja. dass das gewünscht ist. Was meintest du damit so genau? Das ist ja vielleicht ganz nett, darüber zu reden. Und dann kann ich danach vielleicht auch noch mal sagen, was ich verstanden habe. Dann merkt man mal wieder, wie viel ich überhaupt verstehe. Genau, was soll das überhaupt? Das ist eigentlich die Aussage dieses kleinen Satzes. Und zwar ist dieser Tanz ja irgendwann entstanden. Wir wissen ja, wann der entstanden ist. Ich mag ja auch schon sehr gern den Charleston und Blues fing ja noch früher an. Also sagen wir mal, diese Entstehungsphase ist ja von 1850 bis 1940, 45, da sind unsere Tänze entstanden. Und da haben sich sehr kreative Menschen sich ausgedacht, was man zu dieser tollen Musik machen kann. Was ist das Instrument, was ich jederzeit mit mir herumtrage? Und was kann ich mit diesem Instrument, meinem Körper, dazu beisteuern, was die Band dort macht? So, das ist eine sehr, sehr kreative Leistung, Höchstleistung. Auch das Ganze entwickeln natürlich später der Aerials. Das ist in dieser Form so neu gewesen, dass man wirklich sagen muss, Hut ab. So, das ist das, wie früher der Tanz entstanden ist. Und jeder, der sagt, das sei keine Kunst gewesen, der hat keine Ahnung, weil da hat jemand mit einem Rohmaterial, der Rohmaterial ist der Körper, etwas Neues geschaffen. Der hat auch Symbiosen geschaffen über Kontinente hinweg, ja, wie wir wissen. Das ist einfach sowas von künstlerisch, dass das so beeindruckend ist. So, was jetzt keine, ich mache das mal in Anführungsstrichen, ne, was jetzt als, nicht mehr als Kunst angesehen wird, ist, wenn Leute abends zu einem Tanzkurs gehen und eigentlich, wie ihr vorhin schon gesagt habt, Schritte auswendig lernen. Das sieht man allgemein nicht als Kunst an. So. Und was wir meinten ist, wir wollen das in das Jetzt bringen. Und da meine ich, dass es darum geht, den Tanz mit den Contemporary Stilen, was die Arbeitsweise angeht, zu verbinden. Das heißt, wir wollen die Tänzer und natürlich auch uns als Choreografen herausfordern und sagen, mache mit dem wieder was Neues. Weil auch nur so können die Sachen überleben, die wir so schön finden. Ja? Und nutze die Bewegungen, nutze das, was dein Körper dir sagt, nutze das, was du in der Musik hörst, um wirklich dich wiederzugeben. Und eben nicht jemanden, der das schon vor 100 Jahren gemacht hat, weil der hat das auch nicht nachgemacht. Er hat das so gemacht, wie er das empfindet. Und das meine ich mit dem in das Hier und Jetzt transportieren. Ja, sehr, sehr schön. Ja, voll. Also ist ein Aspekt, den ich gar nicht so betrachtet habe, als ich es gelesen habe, aber ja, also ich kann das nur voll und ganz unterstützen. Ja, ich definitiv. Das ist ja das, wo wir auch sehr, sehr häufig drüber reden, dass wir das nicht so, wir sagen immer, wenn, dass der Tanz oder die Kunst nicht so vertanzschult werden soll. Das ist so, das war sehr negativ ausformuliert. Du hast eine Sagen Tanzschule. wir Ja, du hast eine Lehrer, Tanzschule. Genau, sagen wir, dass wir
auch unsere Tanzstile, die wir so mögen, dass wir die davor bewahren wollen, so hart als Sport oder als, ja. Als, ja, Wettkampfs. Als Wettkampf oder komplett bis ins kleinste Detail erlernbare Einheiten packen wollen. Ne, dass man halt dieses individuelle Erlebnis, den individuellen Ausdruck und den Stil oder sonst was dann noch damit reinpacken kann. Ja, also super. Im ersten Moment hatte ich das so gelesen, dass man dass gedacht wurde, dass man die Tänze von damals besser versteht. Ne, ich war da so auf diesem Verständnis hängen geblieben. Das klingt aber auch gut. Ich höre nicht auf. Ich glaube aber auch, dass man auch nur mit diesem Auseinandersetzen, mit diesen Tänzen, mit der Kultur, mit der Geschichte und mit der Musik vor allem, weil ohne Musik wäre es ja nicht da gewesen, dass man da auch einfach auch ein besseres Verständnis hat. Vielleicht war ich da so zu verkopft mal wieder. Nein, aber das ist doch auch ein total toller Ansatz. Und das ist es doch auch mit der Kunst und mit dem Erschaffen. Es geht doch nicht darum, was ich darin sehe. Es geht doch darum, was ihr darin seht. Wisst ihr? Ja. Das ist doch das Tolle. Jeder kann darin was anderes sehen. Ja, also ist ja die Frage, ob man es so aufbaut, dass genau das, was man selber, wie man es selber sieht, genauso rüberkommt, oder ob man da Interpretationsfreiraum lässt und sagt, ich gebe euch da was, so wie ich es verstehe. Wenn es bei euch anders ankommt, bin ich damit völlig zufrieden. Aber es gibt ja auch, glaube ich, Regisseure oder sowas, die ja, also ich denke mal jetzt mal an Klaus Kinski, der da irgendwie an die Decke geht, wenn die Leute es nicht verstehen, wie er es denn gesagt hat. Das ist ganz, das ist ganz blöd. Kann man ja auch so machen. Aber ich finde es gut, dass da dieser Freiraum auch, der geistige Freiraum, das sozusagen als Interpretation dem Zuschauer auch überlässt oder dem Zuhörer oder was auch immer. Also wir es auch unserem Zuhörer überlassen, was... Nee, warte kurz. Wir lassen es keine freie Interpretation. Was wir sagen, ist Gesetz. Nein, Quatsch. Nein, das... Also, ja. Ich drifte ab. Sehr weiter, Phil. Du driftest ab. Ich drifte ab, ja. Eine Sache, die du schon gesagt hast, und das ist so dieselbe Richtung, vielen Interviewpartnern stellen wir häufig so die Frage, zumindest ist das unsere Meinung, dass jeder Tanz oder jede kulturelle Form und jede Kunstform immer im Wandel ist und in der Weiterentwicklung ist. Ja, und durch Austausch stattfindet. Und das finden wir gut. Und da fragen wir immer so, insbesondere bei Swing-Tanz, und da wir, also Boris und ich, eher, sagen wir mal, unser Hauptaugenmerk entweder auf Solo-Jazz oder Lindy Hop haben, wollen wir das immer darauf beziehen, und da du ja auch Lindy Hop tanzt und Jazz-Dance, wie nennt man das eigentlich? Heißt es Jazz-Dance? Contemporary? Gibt es da einen Fachbegriff für? Was du meinst, Jazz-Dance ist Ich meine einfach mal Solo-Jazz, sage ich erstmal. Da können wir uns alle was drunter vorstellen, glaube ich. Was bist du denn der Meinung, was heutzutage den größten Einfluss auf Lindy Hop Solo-Jazz haben wird, ob es eine Musikrichtung ist oder eine andere Tanzform? Wie siehst du denn das? Wo man so die meisten Inspirationen hernimmt und die Ergänzungen? Für heute, jetzt und hier. Also ich denke, dass wesentlich stärker als früher, also auf jeden Fall, es so wichtig ist, das als Reisekultur zu sehen. Ich sage immer, Lindy Hop oder halt unsere Swing-Szene ist halt eine komplette Reisekultur. Und davon lebt das so stark. Es lebt so doll davon, dass man in ferne Länder reist, jede Stadt kennenlernt und deren Tanzart so viele Menschen trifft. Das ist eigentlich was, wie ich finde, den Tanz so sehr beeinflusst. Ich muss jetzt natürlich gestehen, ich persönlich fliege nicht. Ich habe da echt Angst vor. Und ich bin hundertprozentig selbstständig. Das heißt, mein Urlaubsplan beschränkt sich so auf, sagen wir mal, 2 Wochen im Jahr. Und in denen gehe ich auch nicht unbedingt noch mehr tanzen. Ja, das heißt, ich selber habe leider noch gar keine Erfahrung mit New York ich war selbst noch nicht in Hereng. Ja, aber was ich sagen kann, ich genieße es, wenn die Leute auch nach Hamburg kommen. Das ist halt auch das Gute. Leute, die nicht reisen können, haben trotzdem diese Vielfalt, weil in jeder größeren Stadt gibt es Events, wo man halt wirklich auf
allerlei tolle Menschen trifft. Und ich denke, dass das natürlich in erster Hinsicht den Tanzstil prägt. Ich denke aber nicht, dass es technisch den Stil so sehr prägt für die Zukunft. Ich wünsche mir für unsere Tänze eigentlich, zumindest soweit ich das beurteilen kann und erfahre, noch mehr Toleranz tatsächlich, also bewegungstechnisch. Ich wünsche mir noch mehr Freiheit und ich wünsche mir, dass man merkt, dass es eigentlich mittlerweile nicht mal mehr an die Swingmusik gebunden ist. Ich wünsche mir, dass wenn eine Band ein ganz tolles Jazz, cool Jazz, Impro-Stück spielt, weil sie da so doll Lust drauf haben, dass die Tänzer dann nicht aufhören zu tanzen, sondern sich da reinschmeißen. Das sind so vielleicht eher die Wünsche, die ich habe. Ich möchte, dass die Leute offener werden, noch offener, weil unsere Kultur, unsere Tanzkultur steht halt genau dafür. Ja. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Schön. Ja. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel geredet so von Freiheit und auch Contemporary Jazz oder so etwas. So wie ich das verstanden habe, ist ja dieses Lucky Lindy's Hop, dieses Projekt ja auch nicht nur Lindy Hop. So, wenn man das hier, wenn man es jetzt so lesen würde und man kennt den Tanz Lindy Hop, denkt man, oh, Lindy Hop, das ist ja bestimmt jetzt eine Abendfülle Lindy Hop Show, wo ich da die tollsten Eight-Count-Variationen sehen kann. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es ja eingeteilt in so verschiedene Bilder. Ne? Und ich habe auch, und ist dumm, jetzt sage ich schon wieder Bilder, ich habe auch ein paar Bilder gesehen von diesen Bildern. Und das sah ja eher so auch, als wenn das auch nicht der reine Lindy Hop-Paartanz ist, den man so kennt. Richtig. Es ist so, dass wir den Authentic Jazz, wir sagen das einfach sammelnd, ja, Authentic Jazz, wir meinen im Projekt damit Lindy Hop, Balboa, Ariels, Solotanz und so weiter. Also, wir nehmen halt diesen Authentic Jazz nur als Grundlage. Der Authentic Jazz ist im Prinzip unsere Leinwand und unser Pinsel. Dazu benutzen wir es. Es geht nicht darum, dass da überhaupt ein Swingout zu sehen ist, sondern halt dieses Material zu verwenden, um etwas zu zeigen. Wir wollen halt kein Swingout zeigen, sondern wir wollen Emotionen zeigen. Und wir, Lindy Hopper, wir wissen, wie man Emotionen zeigt, weil sobald man einen Tanz getanzt hat, ist man glücklich. Ja? Wenn es einem schlecht geht, ist man danach getröstet. Wir wissen, wie die Emotionen funktionieren. Aber eigentlich, wenn man es so nimmt, immer nur dieselben. Ja, und wir wollen eben auch versuchen, Angst, Trauer, Beklemmtheit auszudrücken. Wir wollen zeigen, wir können auch ernst sein, weil unser Tanz hat genug ernste Situationen erlebt. Der Tanz ist nur entstanden, weil alles schlecht war. Es ist kein Tanz, der aus Fröhlichkeit entstanden ist. Es ist ein Tanz, der genau aus dem Gegenteil heraus demonstrierend entstanden ist. So, das heißt, es ist nur so eine Basis. Ja? Wenn man so will, nehmen wir alle Schritte, packen die in eine Dose, schütteln einmal und gucken, wie es wieder rausfällt. Mhm. Also der gekonnte Zuschauer wird und soll dazu, da bin ich halt auch zuständig für, soll erkennen, das ist Authentic Jazz. Mhm. Aber er wird nicht erkennen, ob das Lindy Hop ist oder irgendwas anderes. Ja. Finde ich sehr, sehr cool, das Bild. Also gerade mit dem Pinsel und der Leinwand finde ich sehr, sehr cool. Oder auch mit der Dose. Das inspiriert mich gerade schon mal irgendwie. Das ist eigentlich, dass wir mehr, also wir sind ja gerade so in der Phase, zumindest mit Lindy Hop, dass wir sagen, jeder ist erstmal in erster Linie ein Tänzer. Ob er jetzt führt oder folgt, ist erstmal zweitrangig. Oder Lindy erstmal, Charleston, ist vollkommen egal. Genau. Erstmal Tänzer oder Tänzerin. Erstmal Tänzerin oder Tänzer. Und da ist es ja so, dass man erstmal Authentic Jazz Tänzer ist. Und wenn wir jetzt da halt aneinander hängen oder nicht, ist es erstmal völlig egal. Und dann nehmen wir die Schritte, die wir kennen, aus dem Authentic Jazz, sage ich jetzt mal, und
tanzen dann. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr coole Idee oder sehr gutes Bild, dass eben dann eher, wenn die Musik eher langsamer ist, dass es halt eher zum Blues wird, aber immer noch derselbe Schritt vielleicht. Und wenn es dann eben eher fröhlichere Musik ist, dann wird es halt eher Lindy Hop, wenn wir uns dann auch noch anfassen gegenseitig und so. Oder halt eben einfach solo zu derselben Musik tanzen, dann ist es halt immer noch Solo-Jazz. Und das finde ich ein schönes Bild. Und ja, klar verständlich, wie das alles entstanden ist dann. Also da wünsche ich mir auch diese Offenheit noch ein bisschen mehr. Ich glaube, Boris, wir zwei hatten letztens darüber geredet. Das war ganz interessant. Da habe ich ein Video gefunden. Da hat jemand gepostet und hat gesagt, ich tanze jetzt schon seit 3 Monaten Lindy Hop, aber ich möchte gerne das hier tanzen. Und hat dann ein Video geschickt und das war halt quasi, es war quasi einfach nur Lindy Charleston. Also es war auch Lindy Hop, aber wir selber wissen das ja, ne? Man startet dann vielleicht mit Groovewalks oder Triple Steps oder was weiß ich was und dann sieht man was anderes und denkt so, was ist denn das für ein Tanz? Ne? Und da, ich glaube, da sollten wir noch viel offener sein und vielleicht auch unsere Kategorien von dieser Tanzfamilie ein bisschen öffnen. Ne? So, wir Lindy Hopper sind so ein bisschen, ja, Groovewalk, Triple Steps und vielleicht ist noch Lindy Charleston, gehört vielleicht auch noch dazu, aber so der Charleston-Schritt, der ist schon kein Lindy Hop mehr. So, Also wir ne? machen das auch bei Swing Time ist mir das auch ganz wichtig, dass man eigentlich nicht mehr kategorisiert. Also meine Anfänger lernen tatsächlich alles. Meine Anfänger oder Beginner, sage ich lieber, die lernen gleichzeitig, also in einem Kurs, natürlich nicht gleichzeitig, also in einem Kurs lernen die Charleston und Lindy Hop und sie lernen führen und folgen. Es ist immer so eine Frage von der Definition. Ja, viele sagen ja dann, ja, aber dann kann man ja viel später tanzen. Nee, nee, nee. Du kannst viel früher tanzen, weil Charleston kannst du halt richtig gut bei schneller Musik tanzen. Wenn du einen Anfänger Lindy Hop Kurs machst, wirst du da von der Fläche gefegt. Nee, aber du weißt, wie der Körper mit welcher Art von Bewegung umgehen kann. Und das ist doch eigentlich das Entscheidende. Ja, und wenn du leaden und folgen kannst, du bist total unabhängig. Und es gibt nichts Schöneres, als in einem Tanz auf der Tanzfläche die Führung zu wechseln. Es ist einfach unglaublich cool, wenn auf einmal beide glauben, dass sie führen und ineinander crashen und sich freuen. Also das ist eigentlich das Wunderbarste. Ja, das stimmt. Ja, das ist Das. ein Aspekt, den wir schon ganz häufig gesagt haben, Boris auch, ne? Man kann immer tanzen, ne? Sobald man sich bewegt, tanzt man ja, ne? Also auch gerade Beginner oder jemand, der in die Szene reinschnuppert, ne, ist immer so, ich kann das noch nicht. Ja, doch, du bist hierher gekommen irgendwie, also kannst du dich bestimmt bewegen. Also Ja, das wird schon genau. reichen, erstmal zum Tanzen. Ne? Das ist halt, das haben wir schon mal ausdiskutiert. Das finde ich viel, viel wichtiger, dass man sich, sobald man sich bewegt, tanzt man. So, und dann muss man halt einfach nur gucken, dass halt beide Tanzpartner Spaß haben und dann ist halt auch egal. Also, Ja, mehr brauchst du ja. doch gar Ich nicht. meine, man sieht ja auf jeder Hochzeit die Kinder, die da sind, die fassen sich an Alle Händen, mimiken besten das, was sie Tänzer. sehen, ja, und tanzen richtig ab und gehen, ja, haben mega Spaß. Und darum geht's. Die haben eigentlich den geilsten Abend von allen. Ne? Ja, und die denken auch nicht nach, so habe ich Nee, den überhaupt Schritt jetzt nicht. richtig gemacht. Also, Genau. ja, Hammer. Ja, dann vielleicht kommen wir jetzt mal so zu 2, 3 Fragen an dich, Ruby. So, die Überraschungsfragen, die kanntest du ja noch nicht, obwohl du die anderen auch nicht so gut wirklich kanntest. Und zwar, wir wissen, dass die Fragen kurz sind. Wir wissen, dass die Antwort schwieriger ist, als man auf dem ersten Moment sagt, aber versuch es einfach. Du Und schaffst das. die erste an dich, willst du sie fragen, Boris? Ja, gerne. Ja. Warum tanzt du? Das ist eine sehr schöne Frage und ich wurde dafür mal. Ich habe diese Frage mal Norma Miller gestellt Oh, und sie hat sehr mich gut. ganz schön böse angeguckt dafür. Oh. Aber. Gut. Danke für den Hinweis. Wenn Sie jetzt noch die Möglichkeit gehabt hätten, hätten wir diese Frage vielleicht nicht gestellt. Warum tanze ich? Ja, ich tanze, weil ich merke, dass ich andere dadurch glücklich machen kann. Das ist ein nicht so guter Ansatz. Weil eigentlich solltest du tanzen, um dich selber glücklich zu machen. Aber im Endeffekt spielt es auch keine Rolle, ob du tanzt, weil du andere glücklich machen willst oder ob du dich selbst glücklich machen willst. Weil im Endeffekt, ich bin glücklich, wenn andere glücklich sind, also so tanze ich für sie. Ja, Sehr, sehr schön. das ist eigentlich die total banale
und ehrliche Antwort. Auch ist gar nicht mal so banal. Also, also banal ist es halt, glaube ich, auch nicht. Sehr, ja, mir fehlen die Worte, aber es ist auf jeden Fall nicht banal. Oh Gott, mir fehlen echt die Worte. Für hast du jetzt schon Frage. Zu viel geredet, Boris? Ja, ich habe eben schon eine Runde geredet, ja. Eine Runde, zwei, drei Sätze, ja. Du. Ja, zweite Frage. Und die ist sehr offen, aber auch, ich finde, weil wir sie uns auch ausgedacht haben, muss es ja eine gute Frage sein. Das ist eine richtig gute Frage, Phil. Eine richtig gute Frage. Und zwar, was sollte deiner Meinung nach jeder oder jede Swing-Tänzerin wissen? Wissen. Ich finde, okay, gehen wir mal vom Wissen aus, dann finde ich einen Grundschatz an historischem Wissen sehr sinnvoll. Aber ich finde wesentlich wichtiger, dass jeder wissen sollte, dass er tanzen kann. Das ist das Wichtigste. Sehr schön. Ja. Mhm. Glaub mir, du kannst tanzen, habe ich letztens als Spruch gehört. Ja. Sag cool. dir, du kannst tanzen. Und dann glaub deinen Lehrer und mach es einfach. Das ist das wichtigste Wissen. Sehr, nice. Ist schön. Nice. Sehr, sehr schön. Wo ist die dritte Frage? Die letzte, also die dritte Frage. mal positiv ausgedrückt natürlich. wie würde die Welt deiner Meinung nach aussehen, wenn jeder auf der Welt Swing tanzen würde oder wenn jeder ein Swing-Tänzer wäre, was auch immer Swing-Tanzen bedeutet. Ich denke, dann würden die Kriege musikalischer sehr schön ausgedrückt. Vor allem durch so ein Dance-Battle auch gerechter. Ja, solange ein Krieg gerecht sein kann oder nicht. Ah, das, also, okay. Das ist eine schöne Antwort. Das wird es immer geben. Und wenn alle Lindy-Hop tanzen, dann gibt es eine neue Bewegung, weil wir wollen uns doch alle abgrenzen. Das ist das menschliche Sein. Das ist eigentlich das Schlimme an unserem menschlichen Sein. Wir wollen anders sein als die anderen. Und wer dann nochmals anders ist, es kann nur einer anders sein. Es kann nur einer anders sein und das ist immer man selbst sozusagen. Ja. Sehr, 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 sehr schön. Ja. Ihr seht es ja nicht, aber wir telefonieren hier über Skype mit Video. Ich sehe da im Hintergrund, Ruby, du hast da so ein schönes Plakat hängen. Ja. Was ist das denn? Das wurde mir geschenkt. Ist das aus UK? Oder? Von also, das sind halt gemalte Tänzer, oder? Ja. Genau. Mhm. Das ist schwierig jetzt. So, genau, das ist eine Übersicht über Lindy Hop Moves. Das sind so die gängigsten, würde ich sagen, aufgemalt. Die sind wirklich sehr schön. Das hat mir Ingo geschenkt. Mein sehr guter Freund und Trauzeuge. Das ist von Jose Louis. Oh, seltsamer Buchstabe. Ach ja, das ist Greda. Genau, das hat er, glaube ich, auf Instagram gefunden und bestellt. Ist wirklich eine cool. schöne Illustration, sehr fröhlich in ganz vielen verschiedenen Farben. Da hat auch schon mal jemand grüne Haut, aber. Das ist ja auch genau richtig so. Nice. Ja, sehr, sehr schönes Bild. Sehr gut geworden. Weil das cool. hatte ich halt noch gar nicht gesehen. Also das kannte ich noch gar nicht. In diesem Knallgrün und Grün und Rot ist das? Grün und Grün, Rot, Braun. Na, das fand ich Hammer. Also es sieht echt schön aus. Ich habe es schon mal gesehen irgendwo, aber es ist auf jeden Fall sehr cool geworden. Und die Schritte sozusagen, die Authentic Jazz-Schritte sind da sehr, sehr klar zu erkennen. Sehr geil. Nice. Ja. Ja, ist das noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben bezüglich deines Projekts, was du noch gerne loswerden wollen würdest? Vielleicht, wie die Zukunft aussieht. Gerne, ach so. Die Vergangenheit schon nicht rosig war. Ja, wieso? So groß. So, also jetzt hat es ja jetzt gar nicht stattgefunden, also jetzt noch, ne? Oder, doch. Oder es war so eine kleine abgespeckte Version, ne? Oder wie war das? Es gab auf Zoom, glaube ich, so ein Talk, ne?
Im Prinzip so eine Art Gedenkfeier. Oi, oi, oi. Wir haben, also am 3. Mai wäre die Aufführung gewesen, nachdem am 1. Mai der erste Geburtstag, der zweite Geburtstag der Schule gewesen wäre. Und da haben wir uns halt kurz entschlossen und gedacht, ja, wir treffen uns halt alle einfach per Zoom, das kann ja mittlerweile eh jeder. Wir besprechen da mal alles, wir stellen die Zeitung vor, jeder Teilnehmer wurde auch aufgefordert, schon für die Zeitung, also schon viel früher, Geschichten zu schreiben oder zu erzählen aus seinem Leben, die ihm jetzt in der Zeit der Lucky Lindy-Erarbeitung wieder bewusst geworden sind, weil das ist halt auch so wichtig. Das Tollste ist, dass wir die Menschen, die teilnehmen, dass wir denen Anreiz geben zum Nachdenken über sich. Das ist halt das Schwierigste an der Kunst. Und das war halt ein total netter Abend, wo wir, ich glaube, 3 Stunden oder 4 Stunden zusammengesessen haben sozusagen und alles durchgesprochen haben, uns Musik angehört haben von den Musikern, die schon Arrangements geschrieben hatten. Das war richtig schön und auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für alle Teilnehmer, dass man merkt, ja, egal was kommt, wir haben schon ganz toll gearbeitet. Ja, 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 das sowieso. Also davon ja. gehe Ja, ich eben. aus. Und die Zukunft, du hattest angekündigt, naja, die Programmhefte sind jetzt hier und wenn wir das mal aufhören, dann muss man einfach über das Datum drüber weggucken. Das klang ja so, als wenn zumindest theoretisch noch geplant wird, das doch noch aufzuführen. Also, ich bin jemand, der sehr, sehr ungern aufgibt. Und das ist, glaube ich, auch das Motto unserer Tänze. Und wir können ja jetzt langsam wieder anfangen zu proben und so weiter. Es gibt ja bald auch wieder Theateraufführungen. Und wir haben natürlich schon so ein paar Termine und Ideen, wie wir das Projekt zum Ende bringen. Es ist natürlich schwierig, ein Projekt, was auf eigentlich ein halbes Jahr in der Aktivphase beschränkt war, jetzt auf dadurch eigentlich ein Jahr zu setzen. Einfach auch finanziell, muss man halt so sagen. Wir versuchen eben jetzt alles umzuschreiben, auch künstlerisch. Ich meine, wir waren fast fertig, es hat nichts mehr gefehlt und jetzt dürfen wir uns nicht mehr anfassen. Also, und wir wollen aber natürlich trotzdem das Ding auf die Bühne bringen. So, also es ist halt jetzt so, so viel weitere Arbeit, die uns herausfordert. Und wir hoffen, dass wir trotzdem im September einen Abschluss finden, in jeglicher Form. Also wir wollen es gerne professionell, noch professioneller filmen lassen, als wir es bisher Okay. dachten, weil das wird ja wohl möglich sein und vor allem können es dann auch alle sehen, selbst wenn man nicht in ein Theater darf. Ja, und bei Filmarbeiten, da kann man ja auch schneiden und dieses und jenes und da müssen auch nicht alle gleichzeitig in einem Raum sein. Aber wir hoffen natürlich zusätzlich zu diesem Film auch immer noch das Theater benutzen zu können, was eher wegen unserer hohen Teilnehmerzahl schwierig ist. Und was wir jetzt natürlich auch hoffen, da sind wir diese Woche dabei, nochmal alle Teilnehmer abzufragen. Für Ja. die ist das Projekt ja auch doppelt so lang. Genau. Habt ihr Zeit? Können wir wieder proben? Wie können wir proben? Wer weiß, vielleicht sind von den 40 Leuten nur noch 10 dabei. Dann haben wir wieder eine neue Herausforderung. Und der Börsenkurs in der Zeitung ist dann etwas verfälscht. Aber Statistiken sollen ja auch so ein paar Ja, also unklare. die Börse ist ja auch so schwankend, also das ist schon okay. Das passt eigentlich ganz gut, ne? Ja, genau. Börsencrash. Richtig. Passt doch zur Zeit. Wumm. Oh, drei Leute in jedem Bereich. Ja, ich hoffe ja mal nicht. Nee, ich hoffe mal nicht. Wir hoffen alle, dass das was wird. Und ich glaube, die Menschen können gespannt sein. Und auch wenn sie jetzt das erste Mal von dem Projekt hören, können sie ja mal schauen, ob es ihnen gefällt, ob sie vielleicht uns bei Instagram folgen oder einfach Kontakt herstellen über E-Mail.
Wir sind offen für alle Ideen, für alle Reisen in andere Städte, um in einem Park unser Stück zu zeigen, weil da natürlich viel Herzblut drin hängt. Solange es keine Flugreisen sind. Ja. Okay, gut. Ja, also du als Zuhörer oder Zuhörerin, ne, bleibt offen auf allen Kanälen. Man hat ja so selber seine eigenen Informationskanäle. Facebook gibt es ja Gruppen, es gibt ja überall Kontakte. Da taucht mindestens in Norddeutschland wird dieses Projekt wahrscheinlich irgendwie auftauchen. Also stay tuned. Und du hast ja auch gesagt, Instagram-Profil kann man ja auch folgen. Wie heißt das? Lucky Lindy's Hop mit Punkten dazwischen. Lucky.Lindy's.Hop. Also, folgt dem, Sehr wenn ihr gut. da Interesse habt und wenn ihr wissen wollt, wann das da aufgeführt wird. Ja, wir wissen alle nicht, wann es aufgeführt werden kann, wie es aufgeführt werden kann. Wir hoffen es. Und ich weiß jetzt schon, dass bloß nicht versuchen, da zu sein, wenn es so ist. Mit dem Versuch ist natürlich, wir wissen ja auch immer nicht, was so passiert. Ja, genau. Und wie weit die Flugreise so ist. Ja. Aber ich finde es nochmal interessant, dieses Thema mit dem Theater und dem Tanzen. Ich überlege, ob es vielleicht auch mehrere Projekte in Zukunft geben wird, weil ich selber war auch in so einem Projekt drin, scheinbar viel kleiner als es deins ist. Aber ich war einer von 7 Tänzern und eine Band, ich glaube 8-köpfig, plus dann halt irgendwie Visagisten und Bühnenbauer und sonst was alles. Und es war auf jeden Fall auch ein sehr cooles Projekt in Frankreich allerdings. Und das hat sich jetzt genauso verschoben wie dein Projekt jetzt auch. Also wir sind jetzt ein Jahr nach vorne gesprungen. Wir sind jetzt also Ende Mai nächsten Jahres dann, ist der Plan. Aber ja, und dann habe ich auch nochmal jetzt überlegt, so, also zum Beispiel das Rhythm Relief fand ich auch so eine Art Show. Ja, die halt auch dann, Ja. ja, also online zwar war, aber eben halt auch hochprofessionell war. Wenn es deins wird gefilmt, unseres wird gefilmt und das ist eben so eine Sache, fällt mir jetzt gerade mal auf, vielleicht gibt es ja in Zukunft mehrere solcher Sachen, auch ich habe jetzt mich drum mal daran erinnert, ich glaube es war, entweder war es Savoy Cup oder International Lindy Hop Championship, wo Dex und Sarah nicht konnten, ich glaube wegen ihrer Geburt ihres ersten Kindes und dann haben sie da zu Hause eben ein Video gemacht von ihrer ja, Show, wie heißt es da? Showcase? Heißt Showcase, es nicht genau. Showcase? Ja. Ja, Showcase. Und haben das halt eben auch sozusagen eingereicht, obwohl es nicht offiziell gewertet wurde. Aber solche Sachen, vielleicht entstehen die jetzt noch umso mehr durch diese Corona-Zeit. Und das ist mal interessant, das zu beobachten, finde ich. Ich finde auch vor allem diese Auseinandersetzung mit Theater ist ja nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung auf vielen, 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 vielen Ebenen. Super interessant und dass man sich da so rantraut und da das einfach macht, ne, wie du sagst, man macht es jetzt einfach mal. Du hast irgendwie in den einen Informationen stand, das ist der Wunsch eines Tanzträumers oder einer Ja, Tanzträumerin, das sehr schön. umzusetzen. Und ich finde das super. Und dann, ich glaube, das ist halt auch eine neue Ebene, die man dann vielleicht auch erreicht. Oder vielleicht auch eine ganz alte Ebene. Früher waren es ja auch diese Tanztheatershows, ne? Also nur auf die Jetztzeit gepackt. Also ich habe da Bock drauf. Und das ist halt wieder, was du auch gesagt hast mit den Videos, Boris, eine Sache, die wir vielleicht auch Gutes aus diesem Lockdown ziehen können, dass man halt vielleicht durch digitale Verknüpfung auch an einigen Sachen teilhaben kann, wo man sonst nicht teilhaben kann. Ne? Wenn du sagst, Ruby, du hast da Flugangst, vielleicht ist ja trotzdem die Möglichkeit, überm See mit einem Video dran teilzunehmen oder so. Und das finde ich immer, ist auch eine schöne Sache aus dieser Situation, wenn man das schön nennen kann, ne, diese Situation. Ja. Ja. Und genauso wie es auch beim Uptown Swing war, dass eben auch jetzt einfach mal eine Band aus Frankreich theoretisch die Tänzer aus Litauen Genau. beglückt. Somit kann auch ein Theaterstück Menschen aus, I don't know, aus Wien oder sowas beglücken. Und die zahlen dann vielleicht auch dafür, dass sie den Livestream sehen dürfen. Und somit entsteht vielleicht nochmal was Neues und man kann auch viel mehr Menschen wirklich kontaktieren oder erreichen und muss vielleicht gar nicht reisen, sondern man macht es immer in seiner Hometown und streamt mal in die City. Also, es ist ja auch eine Möglichkeit, ja. Mal gucken, was sich da noch so draus ergibt. Ja, Und die wo du gerade Zeitung sagst. steht mir hinterher. Ja, genau, die Ja. Zeitung gibt es mal per PDF Wir hinterhergeschickt. hoffen, Perfekt.
Ja, nur damit ja keiner alles, hier missversteht. Wir hoffen natürlich, dass es ergänzend zu unserer Tanzszene ergänzend und nicht ersetzend. Ja. Nein, nein. Also nur am Video möchte ich nicht sitzen. Nee. Genau. Ja, sehr schön. Rubi, es war ein super angenehmer Talk mit dir. Mhm. Ja. Ebenso, danke. Ja, wir hoffen, wir konnten euch da draußen dieses ganze Projekt ein bisschen näher bringen, vielleicht auch mal Tanztheater näher bringen oder wie hieß es nochmal? Handlungsballett. Ich habe ja dazugelernt jetzt. Ja. War super angenehm. Ich habe noch, als letztes habe ich noch gesehen, du hast vor einem halben Jahr ein Kartenquartett rausgebracht oder sowas, ne? Das hatte ich gesehen, so ein Kartenspiel, so ein Jazz-Tet. Ja, wir haben ein Kartenspiel rausgebracht. das hat was damit zu tun, dass ich sehr gerne mit Requisiten oder Materialien unterrichte und schon immer zum Beispiel den Schimschem anhand von Kärtchen, die man zusammen sortieren muss, unterrichte. Und ich wollte es halt einfach irgendwie mal ein bisschen professionalisieren, die Schimschem-Karten, und daraus ist dann ein ganzes Quartett geworden. ich habe mal wieder zu viel gemacht. Das kam dann auch in der ersten Corona-Shutdown-Woche an. Ja, also stehen nicht nur die 400 Zeitungen bei mir, nein, auch noch 200 richtig tolle Quartetts, die man auch online spielen kann über mit dem Kartenspiel. Ja. Echt? Ja. Also, wer da so Interesse hat an so netten Jazz-Gimmicks, ne? Gerne. Das heißt, glaube ich, auch Jazz-Tet, ne? Oder ja, wie heißt das? Das Jazz-Tet. Heißt Jazz-Tet. Genau, sehr also. Geil. Ich finde es ja auch mal geil. Es gibt ja auch dieses Kartenspiel, wo sozusagen die Oldtimer drauf sind. Einmal auf der einen Hälfte und auf der anderen Hälfte, als sie jung waren. Und das finde ich auch super cool. Also, ich hätte es auch sehr gerne, aber ich glaube, es gibt es nur in den USA oder sowas. Und für solche Sachen bin ich ja immer zu haben. Ich habe auch gerade erst dieses Lindy Hopper Beginner Dingsbums da geholt, das Buch, wo es verschiedene. Wie heißt das, Overcover gibt oder sowas? Wie heißt das? Übercover? Ja, also Umschläge. So Umschläge? Ich würde es Umschlag nennen. Ach, dieses Deutsche immer. Okay, na gut, nehmen wir das deutsche Wort Umschläge. mit verschiedenen lustigen Covern, das finde ich eigentlich auch eine sehr geile Sache. Du hast doch auch dieses Jazz-Musiker-Kartenspiel, Boris, ne? Hängt das nicht bei dir an der Wand? Da hing das an der Wand? Ja, genau. Ja, das sind die Jazz-Musiker und auch Sängerinnen. Genau, habe ich auch mal in Herring gekauft. Ja, Hammer. Ja, für solche Gimmicks bin ich auch immer gut zu haben. Leider habe ich immer so viel und darf nicht mehr so viel haben. So viel Neues. Die Frau sagt nein. Ja. Ja, also, ich hoffe, es war kurzweilig für dich auch als Zuhörer oder Zuhörerin. Ich habe immer schon wieder vergessen, wann das jetzt rauskommt. Boris, aber du wirst es halt ja hören, wenn es draußen ist, sonst wirst du es ja nicht gehört haben. Das Interview jetzt. Ja, jedenfalls nach Don Hamptons Geburtstag. Ja, richtig. 2020. Guckt in die Shownotes, wenn er Infos zu Lucky Lindy's Hop haben möchte, zu Rubidos Tanzschule Swingtime in Hamburg und was es sich zu vielleicht auch das Instagram-Profil, kann man sowas auch verlinken, vielleicht machen wir das auch, ja, klar, wenn es geht. Schreib gerne Kommentare, wenn es dir gefallen hat, oder lass ein Like da, teile es oder ähnliches. Super, super nett, auch mal jemand aus der Hamburger Szene kennenzulernen. Die ist ja riesig, die ist ja gleich nebenan sozusagen von Hannover. Einige kennen wir ja, aber es gibt ja da, das ist ja eine Riesenszene mittlerweile. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ruby. Gern, danke für die Einladung. Naja. Hat uns sehr, sehr gefreut und es ist auch echt nochmal ein richtig, richtig cooles Projekt, was wir also nur unterstützen können, in dem Sinne, was wir auch unterstützen können. Wir haben jetzt unseren Podcast gemacht und sind also auch irgendwie stolz drauf, dass das sozusagen in Deutschland so gemacht wird und auch so anerkannt wird und mit so einem Enthusiasmus dahinter gestanden wird und auch eine große Gruppe von Menschen da auch Bock haben, das zu machen, weil manchmal hat auch nur einer so eine Vision und sagt, oh, das wäre doch mal eine geile Sache, und alle anderen sagen, ja, wäre schon cool, mach mal, ich habe aber keine Zeit, keinen Bock, kein sonst was. Aber dass da so viele Leute auch wirklich dahinter stehen und da mitmachen, das ist richtig, richtig hammergeil. Also Respekt, und uns freut es sehr,
Und ja, wie Phil schon sagte, wir sind sehr gerne live dabei, wenn es dann mal irgendwo in der Nähe, wo auch immer die Nähe heißt, stattfindet. Wäre auf jeden Fall cool. Ja, und wir hoffen, auch du als Zuhörer bist dabei, guckst dir das an. Es ist eine einmalige Gelegenheit oder zumindest eine der wenigen Gelegenheiten, das mal wirklich live zu sehen. Und das würde ich auf jeden Fall nutzen, wenn sowas Geschichtliches sozusagen hinter deiner Haustür passiert oder vor deiner Haustür. Und ja, wir würden es sehr, sehr gut gerne weiter unterstützen und verlinken demnach alles in den Shownotes. Checkt das out und informiert euch. So, Ruby, das letzte Wort mehr oder weniger gehört dir, bevor wir unseren Abschluss-Trara machen, worauf sich Phil schon ganz doll freut. Ich freue mich. Ja, aber willst du auch irgendwas Letztes sagen oder irgendwas loswerden. Irgendwas loswerden. Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, unser schönes Projekt vorzustellen. Und ich wünsche allen Swing-Tänzern, wenn ich sie mal so zusammenfassen darf, eine schöne Zeit mit ihren Tänzen und dass sie gut durch die weitere Corona-Zeit kommen und nicht vergessen, dass auch sie jeden Abend Kunst betreiben, wenn sie tanzen gehen. So ist das nämlich eigentlich meine persönliche Einschätzung. Sehr schön. Wunderschön. So, dann versuchen wir jetzt einen Dreier. Ja. Oh Gott, das klingt schon wieder so falsch. Wirklich okay. Ruby ist bereit. So, wir beschließen unseren Podcast nämlich mit einem wunderschönen und Freeze und wir versuchen, das ein langgezogenes und das Freeze gleichzeitig zu sagen. Es klappt digital so gut wie nie. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber wir können versuchen. Es ist Boris, möchtest du das vielleicht mit deiner Hand dirigieren? Oh Gott. Ich bin kein Dirigent, aber ich versuche es mal. Ja, okay. Lass es uns versuchen, es wird sowieso nicht klappen. Okay, viel Spaß, Zuhörer. Wir versuchen jetzt unser Bestes. Wir holen uns mal ganz tief Luft und sagen und Freeze. Man, look out, man. That's a killer. Oh, man, that's a killer. Oh, let's play that again, man. Got to do it. Das war perfekt. Nice. Es geht nicht besser. Das war perfekt, es geht nicht besser. Was ist das für eine Aussage? Sagst du es auch mal deinem zukünftigen Kind der Schule? Es war perfekt, es ging halt nicht besser. Ja. Wahnsinn.